wie alles auf einen zukommt. Ist das nicht so ein Atommeiler? Nee, ich glaube nicht, ne? Nicht ganz. Ach ja, mit der haben wir noch gar nicht richtig gesprochen. Oder nur in einer Zwischensequenz, ja. The time has come for us to uproot. There's no way we can stand up to Gastown. Die sieht ja grausig aus. My young ones away. Across the great white. Out the unknown. They'll run out of fuel and die. But we're not using fuel. We'll build a dune ship on wheels with a sail to catch the wind. Why are you telling me this? I think you might help me for a price. I've found a fitting sail. I know where to get it, but not how. As a reward, treasure from the days of old. Still buried beneath the dunes and ruins. Zur gegebenen Zeit. Pink Eye will das große Nichts überwinden und den wachsenden Wahnsinn von Skrotus hinter sich lassen. Doch ihre Crew hat kein gutes Segelgefühl für ihr Dünenschiff. Skrotus verwendet ein altes Werbebanner als großen Tausammler von einem naheliegenden Lager, der Tyrannpeitsche. Beschaffe das Banner für Pink Eye, Belohnung, ein historisches Relikt, das ein verstecktes Reifenlager zeigt. Aha. Tyrannpeitsche, okay. Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor, fast. Ich weiß nicht. Fast wie aus dem dritten Mad Max Teil. Hat halt was von der Arena. Bin mal gespannt, wie das ausgewachsen aussieht. Also wenn man das hier abgedatet hat. Getuned. Okay. Jetzt aber. Jetzt geht's los mit der Mission. Müssen wir da zu Fuß hin? Nicht so lang. Müssen wir da auf Reifen hin? Nicht so weit. Oh mein Gott, ich habe erst 1,5 Stunden aufgenommen und es ist schon so viel passiert. Jetzt sollen wir hier wieder diesen... Ich versuche mal rechts rum und dann immer nach Südosten. Oder stürze ich da wieder runter? Nein. Die Richtung müsste ungefähr stimmen. Wir segeln jetzt auch mal durch die Wüste, aber ohne Segel. Ah, was für eine verrückte Idee von der Alten. Eins so weiter. Ich hätte die Straße nehmen sollen. Wow, eine Brücke. Ein Weltwunder. Oh. Oh ja. Die sind wahrscheinlich noch härter. Ich glaube, mit denen sollte ich mich noch nicht anlegen. Der will doch nicht zu uns kommen. Da gibt's Wasser. Nicht nötig. Ach, hör mir auf. Mann, ey. Wir sind da. This might be it. How do I get in? Knittersack. Knittersack oder so. Ominous. Leads down to utter darkness. I'll go check it. You bring the car down if you see a flare. Oh, I want not for it, but I will. Okay. Er bringt den Wagen runter, wie schön. Kann man ein Foto hier machen? I'd never abandon her. Ein schönes Erinnerungsfoto. Ich kann gar nicht so weit weg.
Ich weiß nicht genau, was ich fotografieren soll. Wir stehen auch total behindert gerade da. Naja, so. Wir brauchen irgendwas einfach. Ja, kann man so lassen, oder? Schade, dass er nicht in die Cam guckt. Nee. Naja. Okay, los geht's. Alter. Wie ist düster hier? Gotta see if I can find a way into that storm drain. What? Watch out! Gas tunnel! Verdammt! Psst. Ja, es war echt eine Wache. 1 von 10 Schrott, das ist das einzige. Ein Roadkill-Lager haben wir hier. Und fette Fliegen. An old maintenance tunnel. Was cool. Something's lurking in there. Ich weiß gar nicht, wohin er meint. Was war hier denn? Ach so, zum Hochklettern. Okay. Ein paar alte Säcke mit einer Lampe drauf. Hm. Okay. Ey, das da unten sieht aus wie ein PC. Ich will ihn. Was? Tutti Frutti, ich werde high. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man schleichen kann. Ich glaube, er hat uns gesehen. Na, shit, ey. Na, komm. War gleich beide mitgenommen, ey. Cool. Stufe 13. Wir sind noch eine Stufe aufgestiegen. Haben wir jetzt noch ein Grieferzeichen? Das war jetzt die Frage. Nö. Oder war es jetzt erst die letzte? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Gucken wir mal kurz bei dem vorbei. Nicht viel los. Wie so immer. Aber eine Menge Kram haben die hier. Eine kleine Werkstatt vielleicht. Nee, komm. Ja, und jetzt bitte noch Schrott nehmen. Schrott nehmen. Ja, oh gut. Guter Maxe. So, Alter, was wummert denn da? Mal gucken, ob wir es noch rausfinden. Generatoren. Anscheinend in Autos verbaut. Das war's, ja. Oder hier hinter?
Oh. Ich muss noch in diese Jauchegrube da. Das könnte auch Öl sein. Lecker. Irgendwelches Brackwasser, aber es ist Wasser. Vielleicht lebt es sich ja hier gar nicht so schlecht. Wollen wir nicht hier bleiben? Nein, wir müssen natürlich weiter. Na, komm her. Oh, er fällt auch noch runter, diese Sau. Nichts kann er. Alter. Erschreck mich nicht nochmal so. Na gut. Okay, das war jetzt echt doof. Er tut uns nie wieder so nochmal erschrecken. Denn ich werde ihn töten. Oh, es ging schnell. Na komm. So. Na komm. Maxchen, nimm doch endlich. Nimm doch deinen Schrott. Jetzt habe ich mich verirrt. Ich hoffe in die Richtung. Dann nicht. Was? Okay. Kann man schleichen? Mal gucken. Au, jetzt habe ich doch einen Schlag abgekriegt. Meine Waffe ist auch hinüber. Ich glaube, das war's. Okay. Ein bisschen Wasser. Gluck, gluck. Nee. Alter, klingt das gruselig. 9 von 10 Schrott. Wir haben nicht alles gefunden. Naja. Oder vielleicht kommt es noch. Ich dachte, jetzt kommt schon Zwischensequenz oder sowas. Juhu. Geschafft. Just gotta get this thing out of here. Einfach durchschieben, ne? Was ist da eigentlich drauf gewesen? Ich habe jetzt gleich nachgeguckt. Clawfoot, eine Krabbe. Eine Comic-Krabbe mit Zylinder. Ist das Mr. Krabs? Mit dem Auto unterspringen wir ja nicht, aber das ist jetzt echt die Höhe. Muss das sein? Oh Mann, ey. Soll ich es wagen? Soll ich springen? Sag doch mal, Alter. Ich tu's. Cool. Das war jetzt... Ah, außer ein verstauchter Knöchel war das alles gut. Yeah. Zeichen der Götter. Q.
cooles Bild eigentlich. Ich habe keine Ahnung, was Gadgets Anhänger mit diesem Stück Metall anfangen können. Wenigstens habe ich dafür eine ordentliche Menge Schrott gekriegt. 200 Stück Schrott. Ja! Ich finde das Bild gerade gut. Ein schöner Sonnenuntergang. Oh ja. Hübsch oder nicht? Wir können noch mal gucken, ob wir nicht noch was Schönes. Ja, noch ein bisschen dunkler. Es passt zur. Passt gerade so. Overlay. Oh Gott. Aber was Malerisches? Ja, super. Der Sonnenuntergang des Todes. Jetzt gehe ich falsche Richtung. Nee. Dim, 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 dim. Kann man auch so Fotos machen. Ah, wir sind alle schon alle durch. Schade, gibt's nicht so schöne. Ja, das ist zu deutlich. Okay, ich denke, wir haben, was wir brauchen. Glaube ich. Hab ich eben. Moment, ich muss jetzt nochmal. Komm, weg. Weg. Habe ich. Ich tue noch nicht oft genug mit den Joystick steuern. Ich muss das unbedingt noch öfter machen. Das hat was. So, fortfahren. F12. Das ist super. Mit dem Balken da. Jo. Mission geschafft. Mit dem Ödler, da haben wir nicht geredet. Und wir haben einen weiten Weg zurück. Und wir haben kein Auto. Tolle Wurst. Aber wir müssen eh nochmal in die Gegend. Können wir dann mal mit dem Ölpumpenlager mal in Verbindung setzen. Das Ding, das ist wahrscheinlich nicht wirklich wichtig. Aber es tue ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das machen wir im Let's Play. So, und jetzt nehmen wir das Transferlager auseinander. Erstmal dahin, ein bisschen Info sammeln. Vielleicht gibt es was Nützliches. Obwohl ich gestehen muss, so richtig nützlich waren die Informationen noch nicht. Also selten. Ab und zu mal so ein Geheimweg, ja. Das Geheimnis nehmen wir noch eben mit. Alter, unser Wagen ist langsam geworden. Das sind die schweren Teile. Die schwere Ramme. Ah, komm schon. Sandskrabbers. Oh, Alter, das gibt's ja nicht. Das ist mal eine Überraschung. Eine gelungene. Mehr davon. Doch nicht in Haufen. Naja. Noch ein Skelett. Die fühlen sich wohl ein bisschen zu alleine, die brauchen Gesellschaft. Jetzt sind sie alle im Himmel. Jo. Ja, alles gesammelt, zurück zum Auto. Und jetzt aber zum Lager. Jetzt kann man sagen, wir haben schon eine Weile keins mehr gemacht. Hüp. Besorg du doch die Teile, Penner. Immer am Meckern, der Kerl. Habt ihr das gehört?
Und das bei diesen dieser romantischen Nacht. So, die hätten uns normal wahrscheinlich schon längst gesehen. Aber egal, den nehmen wir trotzdem mit. Halt die Klappe. Na toll. Ein Krieger kommt angelaufen, vielleicht will er ja das Transferlager von Fürst Krotus platt machen. Seine Pups haben es erbaut, um Rügel zu transportieren. Sei gewarnt, es wird bewacht, einige Pumps haben einen kräftigen Biss, hab sogar Warbuckler darin gesehen. Warbuckler? Waren das die mit... Haben die einen Buckel oder haben die ein Schild? Dieses Lager wird für den Transfer von Rügel aus der toten Leere in die große Weiße verwendet. Im Inneren wurde ein Warbuckler gesichtet. Zusätzliche Informationen. Es befindet sich ein historisches Relikt bei der zentralen roten Flagge. Mhm. Es befindet sich ein geheimer Eingang links vom Haupttor. Okay. Kann man ja mal mitnehmen. Kann man ja auch mal machen. So. Okay. Beim Zentrum der roten Flagge. Bei der zentralen. So.